Tja, und jetzt freue ich mich, dass der amerikanische Journalist Eric Kirschbaum bei mir im Studio ist. Grüße Sie ganz herzlich. Tag. Läuft es jetzt für die Demokraten oder ist das zu früh zu sagen? Ja, das ist viel zu früh zu sagen. Die sind vereint gegen Trump und der Parteitag bisher war erfolgreich, besser als erwartet, trotz obwohl es virtuell war. Aber ist ein Erfolg, ja? Also dieses ja, bisher, ja, die Reaktion in den USA ist schon positiv. Man hat viel Schlimmeres erwartet, aber das kommt ganz gut an, vor allem, dass die Leute aus überall was dazu sagen. Die Reden waren gut und kurz und knapp und ich bin auch positiv überrascht, dass es relativ spannend läuft. Es hat natürlich nicht die ganze Energie, die normalerweise stattfindet. Ja. Dennoch, es gibt eine schwarze Vizepräsidentschaftskandidatin, also das ist, schlägt das wirklich richtig durch und auch bei der Bevölkerung, die damit eventuell abgeholt werden sollte? Ja, vor allem Frauen und People of Color finden es ganz toll, das ist eine von uns und man spürt, dass es ein Moment ist, aber die Vizepräsidentin hat in der Vergangenheit oft wenig eigentlich dazu beigetragen, dass jemand gewonnen hat oder nicht. Das ist vielleicht anders mit Kamala Harris. Sie ist wichtig für Minderheiten in großen Städten, in Milwaukee, in Detroit und Pennsylvania. Da kann sie vielleicht die Wähleranteil unter den schwarzen Wählern erhöhen. Das wäre ganz wichtig für die Demokraten dieses Mal. Und Joe Biden, wie sicher ist der tatsächlich in diesem Wahlkampf vor allen Dingen auch? Ja, der liegt momentan vorne, aber hat wenig gemacht die letzten Monate. Der blieb immer in seinem Keller in Delaware, hat wenig gesagt, hat Trump wirken lassen und das hat ihn in Umfragen hochgetrieben. Aber das war weniger Bidens Erfolg, sondern Trumps Probleme. Biden hat das vor einem Jahr, dürfen wir nicht vergessen, alles vermasselt. Der war der Frontrunner am Anfang der Vorwahlen und dann vor einem Jahr war er auf Platz 3 gelandet, weil er so viel Patzer in seine Reden gemacht hat. Und natürlich hat man Angst, dass Biden wirklich wieder einen schwachen Herbst wieder haben könnte. Und dann ist der Wahlkampf plötzlich ganz eng. Sagt ja auch Barack Obama, er könnte es noch verbocken, also der Herr Biden. Er könnte es nicht schaffen, weil er wieder irgendein Ding auf jeden Fall. Es gab eine Umfrage unter den Amerikanern letzte Woche. 50% der Amerikaner glauben, dass Trump wiedergewählt werden. 48 glauben, dass Biden wiedergewählt werden. Das zeigt, dass der Amtsinhaber wirklich einen großen Amtsbonus hat. Und ganz selten ist der Amtsinhaber abgewählt worden in den USA. Biden hat einen ganz harten Wahlkampf vor ihm. Es ist alles anders als gelaufen, obwohl man in Deutschland denkt, dass Biden gewinnen wird. Vor 4 Jahren haben alle gedacht, dass Clinton gewinnen würden. Ja. Und sieht man, dass es manchmal anders auskommt. Ja, und das ist ja ein bisschen auch diese Stoßrichtung oder auch die Argumentation des Wahlkampfs gegen einen amtierenden Präsidenten, gegen Donald Trump. Man spricht ihm ja alles Mögliche ab, also dass er ein guter Präsident ist sowieso, dass er es überhaupt kann und dass er eher krank ist und nicht geeignet. Das ist das einzige Argument. Ja, das vereint die Demokraten momentan alles gegen Trump. Deswegen haben die Linken in der Demokratischen Partei das geschluckt mit Biden. Und bisher ist es relativ friedlich und ruhig. Aber viele Beobachter denken, die Demokraten könnten sich spalten, weil die Linken sind, die Energie der Demokraten ist auf der linken Seite momentan. Und hinter Sanders versammelt. Genau. Und Biden und Harris vertreten die Mitte der Demokratischen Partei. Deswegen ist es alles anders als eine geeinte Partei. Momentan sind die geeint wegen Trump, aber das kann auch anders werden. Ja, und es gibt ja dann immer auch noch die anderen, die das Trump-Lager darstellen und die vielleicht noch sagen, nee, das ist unser Präsident, der ist zwar nicht unser Gott, aber unser Präsident, die könnten sich eventuell angestachelt fühlen von so einer Argumentation, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Trump ist sehr, sehr populär in dieser roten Bundesstaaten. Das darf man nicht vergessen. Oklahoma und er hat dann 30 Punkte Vorsprung in viele dieser Staaten und das darf man wirklich nicht außer Acht lassen, dass der Amtsinhaber wirklich seine Populäre, dass er seine Wähler hinter sich haben. Auch die Supreme Court Entscheidungen stehen an. Viele Leute wählen einfach aus dem Grund, die wollen, dass der Präsident Republikaner ist, damit der Supreme Court Richter Konservative sind. Ja, und sowas wie das Gerangel jetzt um die Briefwahl, ist die hinderlich oder spielt die irgendwem überhaupt in die Karten? Das ist wahrscheinlich eine kurze Ablenkung. Trump ist gut, wenn er was ablenken will, aber die Post in den USA ist schon eine gute Unternehmen. Die werden das schaffen, die werden das packen. Das ist wahrscheinlich ein Thema jetzt im August. Im Oktober wird das hoffentlich kein Thema mehr.